Und damit herzlich willkommen zum ersten Adventskalendertürchen des Adventskalenders 2017. Ich lese euch heute und vielleicht auch die nächsten Wochen aus dem Buch Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien vor. Dazu eine kleine Einleitung jetzt mal zu Beginn. Für die Kinder von J.R.R. Tolkien war der Weihnachtsmann nicht nur deshalb so besonders wichtig und aufregend, weil er ihnen Heiligabend immer die Strümpfe mit Gaben füllte. Er schrieb ihnen auch jedes Jahr einen Brief. Darin erzählte er ihnen mit Worten und Bildern von seinem Haus und seinen Freunden und von all den lustigen oder aufregenden Dingen, die sich am Nordpol ereigneten. Der erste dieser Briefe kam 1920, als John der Älteste 3 Jahre alt war, und dann folgten im Lauf von 20 Jahren während der ganzen Kinderzeit auch der 3 jüngeren Geschwister Michael, Christopher und Priscilla weitere Briefe, regelmäßig zum Weihnachtsfest. Manchmal fand sich der schneebestäubte Umschlag, der die Marken der Nordpolpost trug, am Morgen, nachdem der Weihnachtsmann da gewesen war, irgendwo im Haus. Manchmal brachte ihn auch der Postbote, und Briefe, die die Kinder selbst an ihn schrieben, verschwanden einfach vom Kamin, wenn gerade niemand im Zimmer war. Mit der Zeit wurde der Haushalt des Weihnachtsmanns immer größer, und während anfangs von kaum jemandem anderem die Rede war als vom Nordpolarbären, tauchten später Schneeelben, rote Wichtel, Schneemänner, Höhlenbären und auch die beiden Neffen des Polarbären auf, Pasku und Valkotuka, die eines Tages zu Besuch kamen und nie wieder weggingen. Aber der wichtigste Helfer des Weihnachtsmanns blieb doch der Polarbär, der freilich auch meist daran schuld war, wenn durch irgendein Unheil die Weihnachtsvorräte durcheinander gerieten oder etwa etwas davon fehlte. Hier und da hat er in den Briefen mit steifen Großbuchstaben seine Anmerkungen dazu geschrieben. Schließlich nahm sich der Weihnachtsmann auch einen Sekretär, ein Elbchen namens Ilbeerf. Und in den späteren Briefen spielen Elbchen dann eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Haus und die Vorratskeller gegen Angriffe der Kobolde zu verteidigen. In diesem Buch können von der zittrigen Handschrift des Weihnachtsmanns nur wenige Proben gezeigt werden, aber die Bilder, die er geschickt hat, sind fast alle wiedergegeben. Und auch das Kobold-Alphabet ist enthalten, das sich der Polarbär, als er sich einmal in der Höhle der Kobolde verirrte, aus ihren Wandzeichnungen dort zusammengereimt hat, sowie der Brief, den er dann in diesem Alphabet schrieb und den Kindern schickte. Ja, soviel zu der Einleitung. Ich werde die Bilder, wenn möglich, irgendwie einblenden. Das Ganze hier vor diesem wunderschönen kleinen Zwergenfeuerchen vortragen und die MP3-Datei da ordentlich dazu schneiden. Mal schauen, wie ich die Bilder noch irgendwie reinkriege, wenn nicht, ja. Es wird bestimmt ganz angenehm, diesen Geschichten zu lauschen. Wir beginnen heute mit der ersten Geschichte am 22. Dezember 1920. Davon wurde schon erzählt im Vorwort in der Einleitung. Der erste Brief an den John, an den Ältesten sozusagen von Tolkiens Kindern. Ja, Tolkien ist für mich ein sehr großer Autor, und ich liebe seine Geschichten. Der Hobbit, Herr der Ringe, aber auch Geschichten wie Blatt von Tüftler und anderen kleinen Spielereien von
Tolkien, da ist das eins von ihm. Ich finde das eine fantastische Idee, die der Tolkien damals hatte. Und ja, ich werde es euch in diesem Adventskalender in einigen Videos, in einigen Vorlesevideos nahe bringen, die Geschichten des Weihnachtsmanns. Beginnen wir mit der ersten Geschichte. Weihnachtshaus Nordpol am 22. Dezember 1920. Es ist alles in Briefform verpasst, also nicht wundern. Lieber John, du hast deinen Vater gefragt, was ich für einer bin und wo ich wohne. Also habe ich mich und mein Haus gemalt, extra für dich. Pass auf die Bilder gut auf. Zurzeit bin ich mit einem Sack voller Spielzeug nach Oxford unterwegs. Und auch für dich ist etwas dabei. Hoffentlich schaffe ich es rechtzeitig. Heute Nacht fällt am Nordpol dichter Schnee. Dein dich liebender Weihnachtsmann. Weil der Brief so kurz war, können wir ja noch heute den zweiten Brief nochmal anfangen. Schauen wir, wie weit wir heute kommen. Es soll ja auch was reichen für die nächsten Kalendertürchen. Also, das wird jetzt heute nicht aufhören. Ihr werdet die nächsten Tage noch einiges zu hören bekommen vom Weihnachtsmann. Ja, so ungefähr. Nordpol, Heiligabend 1923. Wieder ein Brief vom Weihnachtsmann an den lieben John. Heute ist es sehr kalt und meine Hand zittert stark. Immerhin werde ich am Weihnachtstag 1924, nein, 27 Jahre alt, ein ganzes Stück älter als dein Großvater. Kein Wunder, kann ich die Schreibfeder nicht richtig ruhig halten. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass du inzwischen richtig gut lesen kannst. Also wird es dir nicht schwerfallen, meinen Brief zu entziffern. Schicke dir und auch Maike ganz herzliche Grüße und Bauchklötze von Multistein. Die heißen so, weil du nächstes Jahr noch mehr davon bekommen kannst, wenn du mir rechtzeitig Bescheid sagst. Ich finde sie hübsch, stabil und feiner als andere. Hoffentlich gefallen sie dir. Jetzt muss ich los. Es ist eine wunderschöne, herrliche Nacht und bis zum Morgen muss ich noch viele hundert Meilen zurücklegen. So viel gibt es zu tun. Ein kalter Kuss von deinem Nikolaus Weihnachtsmann. Und weil es so schön war, jetzt noch zwei ganz kurze, die habe ich jetzt hier noch anhängen. Ja, sind ganz, ganz kurze hier. Die der Weihnachtsmann an den Michael Hillary geschickt hat und an den John. Mit lieben Grüßen vom Weihnachtsmann. Dieses Jahr habe ich viel, viel zu tun und keine Zeit für einen Brief. Alles Liebe. Ich hoffe, die Lokomotive läuft gut. Pass gut auf sie auf. Ein dicker Kuss. Das war ein Brief vom Weihnachtsmann. Ein Datum steht nicht dran. Doch, da oben steht es dran, am 23. Dezember 1924. Ja, zusammen mit dem zweiten Brief jetzt hier an John. Mit lieben Grüßen vom Weihnachtsmann. Lieber John, ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest. Ich habe nur Zeit für einen kurzen Brief. Mein Schlitten wartet. Es gibt viele neue Strümpfe zu füllen in diesem Jahr. Hoffentlich gefällt dir der Bahnhof und alles andere. Ein dicker Kuss. Ja, das hat wohl der liebe Tolkien immer zu den Geschenken mit dazu getan. Nein, wir haben es ja am Anfang gehört. Man hat es immer im Haus gefunden. Aber es war verbunden mit den Weihnachtsgeschenken, die man in den Socken fand. Ja, finde ich eine ganz interessante Sache, gerade zur Weihnachtszeit jetzt. Und ja, könnt ihr euch auf die nächsten Adventskalendertürchen freuen. Da kommen dann noch weitere Briefe, die ich euch hier vortragen werde. Von Tolkiens Weihnachtsmann. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieser heutige Adventskalender Türchen
Vlog-Dingens-Video gefallen. Ja, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Adventskalender-Türchen. Gehabt euch wohl, euer Zwergenfürst. Ja, ciao, ciao.